Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile Nummer 13. Ja, wie auch in den vorigen Videos, werden wir uns halt die verrücktesten Gesetze und Urteile anschauen, die es jemals so gab. Und wie immer sind die meisten davon noch sehr aktiv, sind überall niedergeschrieben und theoretisch wirksam, aber in der Praxis werden sie hoffentlich zumindest nicht alle so vollstreckt werden, ansonsten würde da eventuell massives Chaos herrschen. Und wir fangen an mit dem Thema keine Zoo-Suits. Und in Los Angeles, im Bundesstaat Kalifornien, sind aufwendige Zoo-Suits verboten. Die waren mal früher Mode gewesen, allerdings klassifizierten sie quasi dann auch quasi für die schwarze Rasse, wie es damals so schön hieß. Und aufgrund der Tatsache, dass das natürlich heute im Kontext steht, dass das beleidigend ist, ist es halt so, dass sie auch verboten sind. Im Bundesstaat New York in den USA ist verboten, jemanden aus reinem Spaß einen Ball an den Kopf zu werfen. Ja, warum auch immer das extra im Verbot bedarf, wahrscheinlich wurde da mal jemand, der später die Gesetzmacher hatte, von einem anderen geärgert oder sein Kind und dann hat er das halt quasi so verabschieden lassen. In Nicholas County im Bundesstaat West Virginia dürfen Pfarrer auf der Kanzel keine Witze erzählen. Versteht man ein bisschen bei hardcore-christlichen Sachen. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schade, weil eigentlich kann man das auch vor allem jetzt in der modernen Zeit, finde ich, ein bisschen auflockern und würde höchstwahrscheinlich sogar gut ankommen, aber bei strengen christlichen Dingen, da klappt das halt nicht und höchstwahrscheinlich hat das deswegen auch Einzug gefunden, weil das mal irgendwer übertrieben hat. Im Bundesstaat Texas in den USA ist es verboten, barfuß zu gehen, es sei denn, man erwirbt eine Genehmigung für 5 Dollar. Tja, warum auch immer das ein extra Gesetz dafür gab, keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch nur eine Art Geld zu generieren, ich weiß es nicht. In Baltimore, im Bundesstaat Maryland der USA, ist es verboten, Heuballen aus dem zweiten Stock zu werfen. Auch hier fragt man sich, warum? Wo kommt das überhaupt vor? Doch eigentlich nur in ländlichen Gebieten, also sprich Bauernhöfen hauptsächlich. Und da stellt sich dann als nächstes die Frage, wie wird der zweite Stock bemessen? Eine Scheune ist auf jeden Fall 2 Stock hoch, meines Erachtens. Warum ist es verboten? Hat sich da mal jemand verletzt? Wurde jemand erschlagen quasi, weil er ungünstig stand? Und deswegen gab es das Gesetz. Das ist wahrscheinlich das Logischste. Aber wie immer bei solchen Gesetzen ist es sehr schwer, den tatsächlichen Hergang und die tatsächliche Urteilsfindung nachzuvollziehen. In Brockton, im Bundesstaat Massachusetts der USA, ist es verboten, ohne eine entsprechende Lizenz eine Schneiderei zu betreten. Sehr, sehr seltsam, dass man in die Schneiderei nicht ohne Lizenz rein darf. Auch hier fragt man sich, wo ist da der Sinn? Was für einen Schaden macht es? Keiner weiß es. In York, im Bundesstaat Pennsylvania der USA, Pennsylvania, Korrektur, ist es verboten, seinen Rasen im Sitzen mit einem Schlauch zu wässern. Ja, vielleicht ist mal was passiert, zu viel Druck drauf, dann hat jemand einen an die Omme gekriegt und da ist was passiert. Oder ist beim Sitzen eingeschlafen, hat damit was überwässert. Wäre so zumindest das Logischste, was man sich noch vorstellen kann. In Fort Madison, im Bundesstaat Iowa der USA, dürfen die Feuerwehrleute erst dann zu einem Löscheinsatz ausrücken, wenn sie zuvor 15 Minuten geübt haben. Das ist natürlich so ein Gesetz, wo ich mir 100% sicher bin, dass das nicht so praktiziert wird. Ansonsten 15 Minuten beim Brand. Wenn man sich mal ein paar Sachen anschaut zum Thema Brand, bei einem Plastikbrand, also von einem Plastikweihnachtsbaum, auch wenn er da jetzt nicht so gängig ist, aber innerhalb von einer Minute steht das komplette Wohnzimmer in Flammen, wenn sowas Feuer fängt. 15 Minuten sind bei einem Brand einfach wahnsinnig viel Zeit und das kann unmöglich sein, dass das so wirklich durchgezogen wird. Im Bundesstaat Vermont der USA ist das Leugnen des Existenz Gottes verboten. Das ist natürlich eine heftig krasse Sache. Das heißt, theoretisch, wenn das wirklich so verzogen wird, sind dort alle Zwangschristen in Anführungszeichen, obwohl man das nicht sagen muss. Also steht ja wirklich Gottes. Ist damit der christliche Gott gemeint? Höchstwahrscheinlich schon von der kulturellen Ausprägung. Aber es gibt ja andere monotheistische Religionen, Islam und Judentum als größte Beispiele. Die glauben auch an einen Gott. Ist dieser eine Glaube dann auch erlaubt? Schwer zu sagen. In Russland ist es seit dem Jahr 2000 verboten, die eigenen Haustiere zu verzehren. Ich lasse das mal unkommentiert stehen.
im Bezirk Brooklyn in der Stadt New York, die sich im gleichnamigen Bundesstaat befindet, dürfen Esel nicht in Badewannen schlafen. Auch hier fragt man sich, wieso gibt es dieses Gesetz? Passiert das so häufig oder zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz verabschiedet wurde, passiert das so häufig? Und selbst wenn ja, hat das Probleme gemacht? Vielleicht hygienetechnisch? Keine Ahnung. In San Jose, im Bundesstaat Kalifornien der USA, darf jeder maximal 2 Katzen oder Hunde besitzen. Das ist nicht mehr ganz so seltsam, es gibt mehrere solcher ähnlichen Gesetze. Und man will natürlich quasi auch, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Von daher ist das mal, auch wenn das schon ein altes Gesetz ist, heutzutage zumindest sehr, sehr sinnvoll, wenn man bedenkt, dass natürlich die meisten Tiere nicht genügend Platz haben, wenn die in großen Gruppen gehalten werden, zum Beispiel in einer einfachen Wohnung. Im Bundesstaat Minnesota der USA ist es verboten, Stinktiere zu provozieren. Hier würde ich sagen, selber schuld, wer es tut. Aber gut. Manche fanden halt, das sollte nicht mehr passieren, gaben Gesetz, zack, fertig, verboten, aus die Maus. Im Bundesstaat Utah der USA haben auf Highways Vögel immer Vorfahrt. Das stelle ich mir in der praktischen Umsetzung krass vor. Wenn ein Vogel also kommt, muss man dann quasi anhalten? Man hat eh keine Chance bei so einer hohen Geschwindigkeit. Also ein absolut sinnfreies Gesetz, was höchstwahrscheinlich Vögel schützen könnte in der Theorie, aber in der Praxis nicht umsetzbar ist so. Im Bundesstaat Florida der USA ist es Ratten verboten, Schiffe zu verlassen. Auch hier Dank an die Ratten, dass sie dieses Gesetz kennen und sich ausnahmslos daran halten. Ganz sicher wird durch dieses Gesetz verhindert werden, dass Ratten sich von Schiffen auf das Festland ausbreiten. Bin ich der hundertprozentigen Überzeugung, dass ich das ironisch meine zumindest. Als wenn das jemand überwachen kann und die Ratten selbst natürlich erst recht nicht. In Los Angeles, im Bundesstaat Kalifornien der USA, ist das Jagen von Motten unter Straßenlaternen verboten. Wahrscheinlich hat man früher oder wurden früher tatsächlich ganz viele mal gefangen. Und um das zu vermeiden, hat man es gesetzt lassen, ist vielleicht nicht ganz so sinnfrei. Frage ist, ob das heutzutage noch überhaupt Bestandssinn ein besitzt. Schwer zu sagen. Im Bundesstaat Oregon der USA ist das Verwenden von Dosenmais als Angelköder verboten. Warum, weiß ich nicht genau. Könnte sein, weil die Tiere ihn eh nicht verdauen können, Verstopfung hervorrufen können und das Tier daran sterben kann. Wäre denkbar. Allerdings ist es halt in dem Sinne seltsam, weil extra Dosenmais geschrieben wird. Das heißt, von frischen Maiskolben, die quasi genau den selben physiologischen Effekt hätten, wäre es erlaubt. Macht die ganze Sache etwas sinnfrei. In Usbekistan ist Billard verboten. Ganz kurz, ganz knapp, aber auch ganz unverständlich. Zumindest aus unserer Sicht. Wer weiß, was damals da vorgefallen ist. Im Bundesstaat Indiana der USA ist der Verkauf von Milch und gekühlten Softdrinks in Spirituosenläden verboten. Im Irak ist das Verspeisen von Schlangen an einem Sonntag verboten. Nein, ich habe keine Ahnung, warum, ob ein Sonntag der heilige Tag der Schlange ist in irgendeiner Religion, weil Irak ist jetzt eigentlich auch eine monotheistische Religion. Die Schlange in der monotheistischen Religion, den großen, ist in der Regel immer ein böses Sinnbild. Sonntag ist der heilige Tag, vielleicht darf man das Böse am heiligen Tag nicht essen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch, bei den Religionen ist nicht jeder Sonntag heilig, das variiert ein bisschen. Es sind manchmal Abende, der Sabbatabend zum Beispiel. Ich habe keine Idee, ganz ehrlich. Ich vermute, dass das mit der Religion irgendwie zu tun hat, aber ich weiß es wirklich nicht. Im Bundesstaat North Dakota der USA ist es verboten, im Restaurant zum Bier Brezeln zu wählen. Und natürlich auch umgekehrt, logischerweise. Anscheinend meint man, dass Bier und Brezeln nicht zusammengehört oder man wollte das Oktoberfest quasi hier einschränken. Ich weiß es wirklich nicht. Ergibt einfach keinen Sinn. Im Bundesstaat Kansas gilt man erst als betrunken, wenn man aus eigener Kraft nicht mehr aufrecht stehen kann. Da ist auch die Frage, was heißt aufrecht? Darf man noch gebeugt laufen? Oder ist das schon zu krass dann? Wie weit gebeugt darf man laufen? Muss man quasi senkrecht laufen? Die meisten Menschen, die ich kenne, laufen niemals komplett senkrecht, als hätten sie einen Stock im Hintern. Ja, schwer zu sagen, ist keine allzu genaue Grenze. Ich glaube, da ist die Messung der Promille wirklich besser. In Topsail Beach, im Bundesstaat North Carolina, ist es Tornados verboten, die Stadtgrenze zu überschreiten. Und endlich mal ein sinnvolles Gesetz. Ich bin ja dafür, wir sollten
grundsätzlich jede Naturkatastrophe, egal ob menschengemacht oder nicht, überall verbieten, dann passiert sowas nicht mehr. Ihr merkt, die Logik hinkt ein bisschen, als wenn ein Tornado das total interessieren sollte. Es gibt dieses Gesetz tatsächlich. Ich glaube, den Tornados fehlt das nötige Bewusstsein, um dieses zu verarbeiten und sich daran zu halten. In San Francisco, im Bundesstaat Kalifornien, die USA, ist laut Gesetz jeden Sonnenschein garantiert. Wie auch immer Sie das durchziehen wollen, was macht man, wenn es mal regnet? Gibt es eine Klage am Hals? Wen verklagt man? Kalifornien, die es garantieren? Gott? Der Schöpfung? Dem Universum? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ein sehr sinnfreies Gesetz. In York, in Großbritannien, ist es erlaubt, nach Sonnenuntergang und innerhalb der Stadtmauern Schotten mit Pfeil und Bogen zu erschießen. Ja, damals in Großbritannien gab es ja die Kriege mit Schottland und daher resultiert auch dieses Gesetz. Es wurde halt nie abgeschafft. Also streng genommen darf man das heute noch. Im Bundesstaat North Dakota in den USA wurde früher versuchter Selbstmord als Mord eingestuft und mit Hinrichtung bestraft. Und das finde ich ist so eine Ironie. Da stellt man sich die Frage, wie ist das zu denken? Oh mein Gott, ich bestrafe dich, du wolltest dich umbringen, jetzt musst du sterben. Klingt nicht sinnvoll. Im Bundesstaat North Dakota in den USA ist es legal, aus einem Planwagen heraus Indianer zu erschießen. Ja, hier wurde der kulturelle Sprung verpasst, so ein Gesetz abzuschaffen. Die Tatsache, dass es allerdings keine richtigen Indianer mehr gibt, sondern quasi nur noch so, ich sage mal, ein paar Gene weitergegeben wurden, macht das Gesetz theoretisch obsolet, es sei denn, man zählt diese auch mit rein. Dann wäre es allerdings richtig schlimm, weil dann dürfte man diese Leute noch erschießen. Im Bundesstaat Pennsylvania in den USA ist das Singen in der Badewanne verboten. Ja, und hier ist stark zu vermuten, dass jemand sich mal sehr daran gestört hat und irgendwann Gesetze erwirkt hat. Denn in Amerika ist es ja so, die Gesetzgebung wird erstmal anhand von Urteilen entschieden. Das heißt, wenn ein Urteil gefällt wird, dann ist das ein Präzedenzfall, der erstmal Rechtswirkung entfaltet. In Deutschland ist das nicht so. Ein Urteil entfaltet bei uns noch keine Präzedenzwirkung. Das heißt, wenn der eine sagt, mein Nachbar jodelt mir zu laut in der Badewanne, und Richter sagt ja, das ist Ruhestörung, dann heißt das nicht automatisch, dass Singen in der Badewanne verboten ist, sondern dann ist nur den einen Fall entschieden, bis es ein Gesetz übergeht. Aber in Amerika gilt es dann erstmal quasi. Das ist der große Unterschied zwischen unseren beiden Ländern, was die Rechtsprechung angeht, der größte. Im Bundesstaat Virginia der USA sind Badewannen im Inneren von Gebäuden verboten. Auch hier Uraltgesetz und warum auch immer. Vielleicht, weil das Wasser damals die Gebäude schädigte. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber auch heutzutage einfach nicht mehr vorstellbar. Und last but not least, in Rochester, im Bundesstaat Michigan der USA, ist das Baden mit einem Badeanzug, der nicht zuvor von der Polizei inspiziert wurde, verboten. What? Hallo? Muss man jedes Mal, wenn man baden gehen will, die Polizei anrufen, streng genommen, und sagen, hier ist mein Badzeug, schaut euch mal an, ist es okay? Wozu gab es dieses Gesetz? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Badeanzüge so viel Schäden verursacht haben oder eine Gefahr darstellen. Ich habe keine Idee. Also, wenn jemand zu einer der Sachen noch eine bessere Idee oder Theorie hat oder es vielleicht sogar weiß, gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind mit dem Video auch schon wieder durch. Ein paar Gesetze kommen tatsächlich noch, habe noch ein paar gefunden. Allerdings werden es auch immer weniger, es kann nicht mehr allzu viele Videos sein. Ich schätze mal 3 Stück noch maximal. Und ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wie gesagt, wenn jemand eine Idee hat, gerne in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.